Einen wunderbaren guten Abend zur heißesten Sendung im deutschen Fernsehen, My World. Meinst du, heute ist die heißeste Sendung oder allgemein, wir sind die heißeste? Also ganz ehrlich, heute ist es die heißeste Sendung, weil was du anhast, ist einfach unglaublich. Bitte kannst du mal aufstehen und das zeigen? Weil dann kann ich mich nicht mehr hinsetzen. Ich habe nur eine Sitzposition, dass ich wieder in den Comments steht. Liebe Freunde, habt ihr gesehen, was Susi drunter trägt? Ich lese diese Comments und ich finde es total albern und affig und bescheuert von euch. So. Lady in Red. An dem Mikrofon. Das ist unglaublich, was die Susi heute hier anhat. Also das ist hier, man nennt es Porno-Couture. Kann ich mich wieder setzen? Jetzt muss ich runter. Wie komme ich jetzt runter? Ja, jetzt, komm, zeig hier. Mach's jetzt Platz. Und warte, so. Jetzt muss ich das noch richtig übereinander schlagen, weil sonst kommen ja die Comments. Warte, der war jetzt da immer so, ne? Und so. Alles gut, für die nächste Stunde. Ja, das sah wirklich, prickelnd aus. Ja, du kriegst nicht die Comments. Jetzt kriege ich auch welche. So, liebe Leute, wir haben heute wieder eine grandiose Sendung für euch vorbereitet. Wir werden heute wieder sehr viel Spaß haben, natürlich rund um das Thema Missionen, die wir haben, aber noch so viel mehr. Cowboy-Bock der Liebe, während Susi sich in meine WG geschlichen hat. Warum sitzt du denn so komisch da? Du weißt doch, entspann dich mal. Mach dich mal. Ist heute echt unentspannt. Ich ziehe nie wieder dieses Kleid an. Nur zur Dr. Love-Sendung. Oh ja, stimmt. Ja. Da wird dann auch noch einiges mehr gezeigt. Das ist ja die Liebessendung. Da müssen wir schon mal die Liebe auch zeigen. Da packen wir den feuchten Waschlappen der Liebe aus. So, das war einmal. Achso, Entschuldigung. Der Jamie T war das. Der Jamie T. Typischer Britpop, würde ich sagen, oder? Gute Zähne oder schlechte Zähne? Engländer, schlechte Zähne. Kathi, schlechte Zähne. Genau, was für dich, Kathi? Kathi muss auch bald mal wieder kommen, oder? Vielleicht kann ich jetzt wieder ein bisschen was beibringen. Zu schlechten Zähnen? Nee, zu Bananen. Oh, ich glaube, nee, das wurde verboten. Ja. Diese Sendung ist mittlerweile auf dem Index gelandet, muss man sagen. Auf dem gefährlichen Index, auf der roten Liste. Auf der roten Liste der Bananenmissbraucher, da ist Kathi ganz oben. Sie darf deswegen auch keine Plantagen mehr besuchen, weil die nimmt da ganze Stauden. Nochmal zum Thema Songbook, liebe Freunde. Ausnutzen. Er will seinen Kumpel, der Geld hat, komplett ausnutzen und dessen Mädchen dabei auch noch nehmen und dessen Kohle dann für sich selber ausgeben. Schwein. Schlechte Zähne. Es kann nur ein Mann sein, der sowas singt. Ja. Nein, das stimmt eigentlich gar nicht. Frauen sind doch die Kreditkartenvernichter. Doch, so sieht's aus. Ich bin total bescheiden. Sagte sie und sitzt hier im roten Gucci-Kleid. Nee, ich bin total bescheiden. Das ist mein Porno-Kleid. Wenn es Gucci ist, dann laufe ich nur nackt rum. So ist sie, Susi, echt. Hinter den Kulissen. Wenn meine Haut lasse ich nur Gucci und Wasser. Ja, Wasser, das, egal. Auf der Homepage. Jetzt haben wir... Fällt auf, du bist so rot wie der Trennstrich. Ich bin der Trennstrich. Du bist soff. So sieht das aus. Du bist hier eingefahren wie ein Blitz. Warum bist du denn so böse zu mir? Weil du rot bist. Das ist die Farbe des Todes. Nein, diese Liebe. Nee, das ist schwarz. Felix ist ein bisschen verwirrt. Das muss haben sein, wir auch mein gesehen. Herz ist auch schwarz. Das haben wir auch gesehen, als wir versucht haben, uns zu orientieren. Die Männer auf ihre Art und Weise und auch die Frauen auf ihre Art und Weise. Warst du müde? Weil es so anstrengend war, den Weg zu finden? Nee, weil es war einfach so langweilig, weil wir halt genau wussten, wo wir lang mussten. Das sagst du jetzt nur so. Nein, es ist so. Also ich hab dir doch erklärt, woran das liegt. Nadel, Kompass, richtungsweisend. Fleischnadel, Kompass, richtungsweisend. Ich meine, da weiß ich immer, wo Norden ist und wo Süden und Westen ist. Wo ist jetzt gerade Norden? Jetzt kommen wir erstmal zur Werbung, liebe Leute. Herzlich willkommen, wir sind Förderung dazu, unsere Miss Malbe! Sexy Du musst jetzt erstmal lernen, wie eine Frau zu sitzen. Sonst kann man da doch total reingucken. Mensch, Frau Senkbeil. So. Nein, so nicht. Überschlagen die Beine. Stehen Sie doch mal auf, Frau Senkbeil. Wir müssen Sie noch mal präsentieren der gesamten Welt. Hier, mit ja, Schlitz. Heute einen kleinen Und da Rock. Schlitz. Und da Schlitz. Ist das ein Schottenrock? Alter, das ist ja Du hast wirklich so große Bären. Mach jetzt die Beine übereinander, Phil. Nein. Übereinander. Komm, sexy sitzen. Du musst doch was lernen. Hat jemand eine Greifzange? Also, ich bin ja Miss My World und ich freue mich, hier sein zu dürfen. Wir freuen uns auch. Deswegen ist es ein besonderer Tag. Ich meine, es ist schon schön, dass du überhaupt dich im Rock präsentiert. Junge, wie sitzt du denn da? Das ist ja... Jetzt mach doch mal die Beine übereinander, Captain Pillepalle mit seinem einen Auge gewunken.
Also, ich werde mir die Leute, die, ich habe mir das mal angeguckt, die besten Ideen, da suche ich mir die Adressen raus und komme mal persönlich vorbei. Du hast schon eigentlich angemeldet, ihn gleich zu essen, oder? Ja, während du ihn noch anhast. Aber muss feststellen, du hast ziemliche Hängebrüste. Ich finde, das ist echt nicht gut. Das hängt ja schon fast am Bauchnabel. Ich meine, als alte Frau. Als alte Jungfer. Also so muss das mindestens sein. So. Und jetzt pass mal auf. Man muss ja wirklich sagen, du bist Konkurrenz, Miss Maiball, konkurrenzlos. Ja, das stimmt, wir müssen dich noch ein bisschen. Ich bin auch sehr stolz drauf. Wir sind ganz stolz auf dich. Du hast einen hohen Abstand, ich glaube 59% gewonnen. Obwohl wir da auch echt scharfe Konkurrenz hatten, aber kein Busen hatte eine Chance gegen deinen Busen. Irgendwie, wie schafft ihr das? Ja, einfach so sitzen, wie ich sitze. Fühlst du dich zum ersten Mal so richtig weiblich als Person ernst genommen? Gib's doch mal zu. Jetzt gerade in diesem Moment. Lass mal scharf nachdenken. Ich meine, ich glaube, in der nächsten Sendung werden wir deine Beine epilieren. Das ist, glaube ich, Schritt Nummer zwei. Das muss man auch als Frau machen, Phil. Immer rasierte Beine, ganz das, frisch. Du hast noch viel zu lernen. Wir werden dich noch formen, mein Püppchen. Kommst du mit zu mir nach Hause, da bringe ich dir erstmal bei. Wir haben aber noch das könnt ihr Frauen natürlich nicht beurteilen, weil ihr es nie zugeben würdet. Aber es ist immer so, Frauen stehen immer im Konkurrenzkampf zueinander. Weil bei uns dann gleich wieder Schwanzvergleich irgendwie gesagt wird, dass wir das immer machen, aber wir können befreundet solche sein. Solche Wörter Frauen sagen wir nicht in der Sendung! Oh mein Gott. Wegen Frau Senkball werden wir abgesetzt. Kommt da gleich so ein fettes Piep über meine Tonspur. Das ist ja krass. Ich weiß nicht. Das werden wir erstmal mit dem Chef regeln müssen. Ich möchte mich von dir nicht erzählen. Was? Frau Senkball? Kann ich jetzt gehen? Kann ich jetzt? Darf ich? Nein, auf jeden Fall. Frauen können schon. Nein, ich bin der Meinung, Frauen können nicht miteinander befreundet sein. Das gebt ihr Frauen natürlich nicht zu. Denn sobald zum Beispiel eine sagt, boah, die Frau Senkball sieht aber gut aus, würden dann die Freundin von Frau Senkball sagen, boah, was für eine doofe, billige Schlampe. Das würden sie aber nicht mir gegenüber sagen, nein, sondern hinten rum, so, der Susi quasi. Weißt du, was bei Frauen und dann so, wichtig ist? Wenn sie alleine lässt, dann so, nein, die ist ja so eine Schlampe. Die ist total billig angezogen. Ich, helf mal noch mal ein bisschen nach. Nein, ich sag es nicht. Nee, auch nicht. Sag es nicht. Ich respektieren. Du riechst halbwegs angenehm. Danke für dieses Kompliment. Ich bin zutiefst gerührt. Wir dir ganz herzlich, dass du dich so sehr in Schale geschmissen hast für uns. Postet eure Comments natürlich, wie immer im Comments-Bereich. Diskutiert über Frau Senkball. Es war wieder eine wunderbare Sendung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Komm, wir essen jetzt die Busen von Frau Senkball. Oh, nächsten Montag 20 Uhr. Und jetzt wie Motion. Schaltet wieder ein. Fels Busen schmecken scheiße.